So, meine Lieben, ich wollte euch mal aus gegebenen Anlass mal was berichten, was ich jetzt da, was ich für ein Gespräch gehabt habe. Und zwar mit einem Animationsteam, also mit einem Mitglied von Animationsteam, haben wir jetzt ein Gespräch geführt über, sagen wir mal, über die schlechten Kommentare, die was auf Holiday Check und so weiter verfasst werden. Es ist meistens so, dass wir Gäste kommen, aber vor Ort, wenn etwas ist, also wenn uns etwas nicht passt, sei es jetzt von der Hygiene oder sei es jetzt vom Essen oder irgendwas, dass wir es vor Ort nicht erwähnen, damit dieser Fehler beseitigt wird, sondern wie sie berichtet hat, wird das eher geheim gehalten. Und wenn man zurückgeht, dann schreibt man eine schlechte Bewertung. Und was ich jetzt mitbekommen habe, sind diese schlechten Bewertungen gefährlicher, als wenn man es vor Ort anspricht und die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass das anders gemacht gehört. Denn bei einer gewissen Anzahl von schlechten, wirklich schlechten Bewertungen, also von 1-Stern-Bewertungen, wird im Hotel fast das gesamte Team ausgewechselt. Vom Manager bis hin zu Animationsteam. Also der Generaldirektor, also der Generalmanager vom Hotel, wird dann das komplette Team austauschen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und deswegen sollte man manche Sachen doch vor Ort ansprechen und dann wird auch alles gut. Und dann, wenn man zurückkommt nach Hause und die Bewertung abgibt, dann braucht man keine schlechte Bewertung geben. Denn diese Menschen hier arbeiten ja, damit sie ihre Familien ernähren, damit sie sich selber ernähren. Und sowas machen wir nicht. Das war es ungefähr, was ich euch ja eigentlich sagen wollte. Und das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Also das würde ich jedem ans Herz legen und für mich auch. Und ich würde das auf jeden Fall anders machen.